Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativerse. Jawohl, nach 3 Monaten kehren wir zurück in unsere hübsche Bleibe, die wir ja zu Silvester oder für das Silvester, für das Jahresspecial gebaut haben, zurück. Es hat sich sehr viel getan in diesem Spiel seit den letzten 3 Monaten. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen ein bisschen ausgetestet und rumprobiert und gemacht und getan. Und das Spiel hat eine Map. Wie geil ist das denn? Was diese Map alles so bringt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ups. Hier scheint wohl die Option mit der Kohle nicht zu funktionieren. Weil da kann man sich das irgendwie ein bisschen eingrenzen hier. Oder so. Aber hier sehen wir unsere Welt, die wir bereits erkundet haben. Ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, da haben wir auch nicht. Oder ist das unser Dschungel hier? Wie auch immer. Leider kann ich das. Oh Mann. Es gab in der Version, ich habe mir extra eine ganz neue Welt machen lassen, damit ich das auch ausprobieren kann. Da ist noch eine zusätzliche Option mit Kohle. Und das hätte ich gerne hier ausprobiert. Aber irgendwie. Der hat ja eben gerade doch was Schönes angezeigt. Nee, nicht. Na gut. Wir machen jetzt einfach weiter. Das ist halt der Nachteil, wenn wir ja, wenn wir ältere Versionen von Welten benutzen, die nutzen sich hier nach paar Updates schnell ab, was leider ein bisschen auch nervig ist, wenn man mit einer aktuellen Version spielen will. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal erstmal zurück zu unserer Hauptbleibe im Dschungel gehen. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Irgendwie sieht das hier ganz anders aus. Kann das sein? Sind wir? Ah, da ist der Dschungel. Perfekt. Ja, was wollen wir in diesem Part machen? Erstmal wieder reinkommen, denke ich mal. Wir haben ja schon lange nicht mehr gespielt und lange ist auch nichts mehr auf meinen Kanal gekommen. Und da wollen wir ja ein bisschen. Hui, wollen wir ja wieder ein bisschen nacharbeiten. Da ja auch dieses Format an sich ja auch als eine Art Informationsvideo dient, kann man ja mal mit paar. Ah, hier. Und da steht das. You discovered a new area. Eigentlich haben wir die schon erforscht, aber aufgrund des Updates hat das Programm oder das Spiel eher gesagt nicht wahrgenommen, dass wir hier schon waren. Lass mich in Ruhe, Schwein. Lass mich in Ruhe, Schwein. Ich wiederhole mich. Naja, auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, ich finde das wieder. Wir hatten doch diesen riesen Baum. Ich weiß nicht mehr, wo wir diesen Baum hingepackt haben. Oder wo war. Aua. Schnell weg hier, sonst werde ich hier aufgefressen von wild gewordenen Schweinen, die monatelang hier nichts mehr zu fressen bekommen haben. Außerdem muss ich mich ein bisschen heilen. Alter, ich weiß nicht mehr, wo unser Riesenbaum ist. Ich hoffe, man hat ihn nicht rausgenommen. Eigentlich nicht. Eigentlich werden an den Welten ja nichts verändert. Nur am Spielsystem selber wird sehr viel immer geändert. Bis die Welt so verpackt ist wie bei mir. Bei meiner ersten, allerersten Welt. Ach ja. Oh. Oh, Honigmelone. Oh, geil. Oh,
Oh, da kann ich mich richtig reinwälzen. Ich könnte jetzt auf die Karte schauen, aber ich tue es nicht, weil dieser Wald voller Megaschweinen ist, die eine Distanzsicht von 10.000 Kilometern hat. Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, lass mich. Vielleicht hat sich auch unser schönes Baumhaus zugewuchert hier. Ja, das ist das Ding, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Alter, das Schwein, diese Schweine hier, ne? Das Schwein, die Schweine. Alter. Langsam ist doch mal gut. Wir müssen doch bald unseren Megabaum gefunden haben. Ich gucke mal kurz auf die Map. Diese Map hilft uns nicht weiter. Da sind wir wieder. Die Geschenksboxen. Wurde schon was herausgenommen? Nee, noch nicht. Schade. Ups. Hier vielleicht? Nein. Also man merkt, die anderen zwei haben auch lange nicht mehr weitergespielt. Ja, es ist halt immer so, die Zeit zu finden, Motivation zu finden. Dann gibt es andere neue Spiele. Und irgendwann verläuft sich das. Na gut. Aber ich möchte mich hier jetzt nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Ich möchte jetzt gerne. Kann ich mir schon irgendwas Schönes machen? Nein? Nein? Oh. Mir fällt richtig auf, dass wir hier kaum was haben. Was ist denn das? Can be consumed. Reduce effect by 90%. Reduce not damage. Poison resistant. Ah, oh, cool. Gegengift sozusagen. Aber wir können uns leider nichts davon machen. Das ist aber schade. Haben wir hier oben einen Prozessor? Ist die Frage. Ich könnte ja hier ein bisschen weiterbauen. Ich habe ja schließlich durch meine eigene Bleibe, habe ich mir ja ein eigenes, ja, habe ich mir sehr viele Gegenstände erworben. Aber ich möchte das jetzt auch nicht auf eigene Hand hier alles weiterbauen. Denn schließlich ist ja dieser Mammutbaum ein Gemeinschaftsprojekt. Da müsste ich mal vielleicht mal die nächsten Tage, besonders nächste Woche, weil da Ferien schon mal, also hier in Deutschland angefangen haben, wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Aber dann könnte man das hier ein bisschen zusammenbauen. Vielleicht sollte ich diesen Part wirklich nutzen, um vielleicht für das große Bauprojekt zu sammeln. Und ich sollte mich mit, ja, mit diesen kleinen Mistviechern auseinandersetzen. Ein paar Tränke haben wir uns ja auch gemacht. Vielleicht sollten wir hier weiter gucken. Ich gehe mal hier tiefer rein. Wobei es ja hier in diesem Spiel stärkere und ziemlich miesere Monster hier bereits gibt. Warum ist ja merkwürdig. So. Wie ich sehe, scheint die Höhle ein bisschen verbuggt zu sein. Versuche hier ein bisschen die Höhle auszuleuchten, schon mal, weil wir ja hier auch ein bisschen weiter forschen wollten. Die Höhle
Höhle ist aber auch verdammt groß, muss ich sagen. Unrealistisch. Nein, ich höre damit auf. Geht's hier weiter runter? Oder ist das Kohle? Nee, Bedrock. Wir haben, denke ich mal, alles. Gut, dann haben wir das schon mal ausgeleuchtet. Hier gibt es nichts Besonderes. Ich sollte mich vielleicht auf die Suche nach den Schatztruhen machen. Da finden wir immer das ein oder andere gute, boah, Stückchen, was wir verwenden könnten. Und dazu begebe ich mich erstmal auf die Steppe. Hehe, du befindest dich jetzt leider an den falschen Platz. Ich bin voll feige, ich weiß, aber ich habe keine Rüstung und die können richtig viel Damage machen und ihr seht, wie viel das Ding aushält. Und ich habe schon ein Steinschwert, ja. Und das ist das zweitbeste Item, was man schnell machen, finden, craften kann. Alter! Braucht ein bisschen Leder. Ihr seht, man kann hier, also von den Gegnern her damals, wenn ich das so damals vergleiche, hat man sehr viele Schwierigkeiten als vorher. Die Monster sind hier ziemlich. Oh, ich sollte mal ein bisschen weiter zurückgehen. Also die gehen ja noch hier, diese ganz normalen Gegner, aber die anderen, die haben ordentlich Bums dahinter. So, kann ich mir jetzt schon was Neues craften? Ich versuche mir meine Rüstung hinzu kredenzen. Das kann ich natürlich nicht machen, aber so eine Armschiene wäre nicht schlecht. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen mehr Verteidigung drauf. Würde nicht so schnell down gehen, wie es in den letzten Parts so war. Ich will wissen, was die hier so bringen. Warte mal. Oh. Alter, wie weit ist denn der Radius von dem? Na ja, komm. Na, Glumanda? Warum können die mich treffen? Was ist denn das? Ey, tut mir leid, das ist aber echt lächerlich, was die für eine Distanz haben, weißt du? Ich kann da mit meinem kurzen Bibi-Arm, kann ich da nichts ausrichten und die. Aua. Scheiße, ich bin, glaube ich, vergiftet, ne? Ja. Alter. Man sieht diese Dschungelviecher. Ich bin ja echt, wenn man es mal in Levelsprache ausdrücken würde, ich bin hier underlevelt ohne, ja, jenesgleichen. Ich brauche ein Stahlschwert, eine Stahlrüstung. Scheiß Viech, jetzt werde ich dich offensiv kaputt machen. So wie es sich gehört. Und ich habe keine Tränke mehr. Was ist denn das? Alter Schwede. Das können wir wegschmeißen. Aber ich versuche mir hier halt. Ich brauche Pilze.
Wie sich das anhört, ich brauche Hilfe. Ich bin voll der Abhängige. Aber so ein Telltale würde ich mir mal gerne so tamen. Also das so als Haustier halten. Alter, das wäre krass. Aber hier gibt es auch irgendwie keine Pilze, kann das sein? Gibt es nur diese komischen Blümchen hier? Die kann man ja nicht essen. Kann man nur platzieren. Das ist echt, echt bad ist das. Das ist echt bad, bad. Entschuldigung, ich will das doch nicht. Aua. Ich brauche ein bisschen Leder, tut mir leid. Ich muss ein bisschen defensiver werden, um gegen diese komischen feuerspeienden Viecher anzukommen. Da brauche ich einen Twine. Da twine ich vor Glück. Ah ne, die beiden brauche ich noch. Zwei, drei Leder. Boah. Deswegen versuche ich diese Schatzkisten zu finden, in irgendeiner Weise. Oh, ich sollte vielleicht mal das Area, die Area wechseln. Vielleicht gibt es ja hier das, was ich suche. Sollte es mir hier zu bunt werden, kehre ich zu unserer Hauptbasis zurück. Aber. Boah, was ist denn da denn los? Ein Pixie-Nest. Na, die hatten es wohl nötig. Es gibt jetzt sogar auch hier in diesem Spiel so kleine Baby-Versionen von den ganzen Kreaturen. Wenn man das so schimpfen darf. Das finde ich nicht schlecht. Pilze, Pilze. Ah. Und am besten mache ich mir wieder so einen schönen Trunk raus. Brauche das. Ich bin süchtig danach. Ne, die sind echt hilfreich. Kann mir ja mal einen einverleiben. In Schneegebiet, da möchte ich nicht rein. Weil da gibt es echt miese Monster, wenn ich mal das so sagen darf. Die, so, solche Eiszyklopen sind das. Die hatte ich auch in meiner neuen Welt. Oder nee, in meiner ersten Welt habe ich die angetroffen, weil, ihr habt es ja mal im Stream gesehen, meine komplette Welt ist festgefroren. Ohne Flachs, die komplett alles festgefroren, aber jetzt geht's mittlerweile. Ich glaube, die haben, diesen Bug gefixt. Dass halt ältere Versionen durch dieses Klimabezirk, durch diese Klimabezirke nicht einfrieren. Weil bei mir war es halt aufgrund, dass das die erste Version ist. Bei mir gibt es auch nicht das, die Kartenoption. Die sind, also die ganz alten Welten sind nicht mehr damit kompatibel, was ich sehr, sehr schade finde. Dass man halt es einfach nicht schafft, die Welten mit jedem Update kompatibel zu machen. Das ist halt sehr, sehr schade. Aber natürlich ist das sicherlich auch eine Heidenarbeit, das einzuprogrammieren. Als Spieleentwickler. Muss man mal gucken. Naja, wir wollten ja zu den News kommen, nach 10.000 Minuten. Ja, meine Praxis endet, wenn ihr dieses Video seht, hat diese Woche Donnerstag ihr Ende gefunden. Ich habe jetzt, glaube ich, gut 16 Wochen sind 4, 8. 4 Monate kann man sagen. 4 Monate war ich jetzt in der Praxis. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, der Abschied steht mir natürlich noch bevor. Wenn ihr das jetzt seht, ich
bin ich dann in den Ferien. Und ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge daraus gelernt. Soll ja auch so sein in einer Ausbildung. Und ja, was kommt als nächstes auf mich zu? Natürlich kommen als nächstes die schriftlichen Prüfungen dann auf mich zu. Und aber von dem zeitlichen Kontingent, wenn man das sagen darf, steht mir natürlich sehr viel mehr zur Verfügung, weil wenn ich jetzt immer von der Arbeit nach Hause kam, war es 17 Uhr und ihr kennt es ja, 17 Uhr, was soll man denn da großartig noch machen, ne? Da bleibt eigentlich sehr viel übrig. Oh, Letjusch. Letjusch, Letjusch, Letjusch. Was mir auch aufgefallen ist, die Gegner brennen selbst bei Nacht. Das ist echt creepy. Nee, die möchte ich nicht. Und guck mal, da, guck mal. Da ist diese kleine Baby-Version. Ich frag mich. Oh, schon tot. Oh. Na komm. Also die sind echt leicht zu besiegen. Vielleicht wachsen die über Nacht. Oh, Höhle. Ich weiß nicht, soll ich da reingehen? Ich weiß echt nicht, ob ich da reingehen soll. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Haha, ich habe keine Kohle. Haha. Sollte vielleicht diese kleinen Mini-Monster erstmal. Naja, das hört sich jetzt ganz. Ich bin grausam, ich weiß, aber. Oh, das ist kein Mini-Ding. Aua. Was ist das da oben? Was bist du? Wer bist du? Ey, ich hab dir nichts getan, Jo. Alter. Nein, und ich bin so weit entfernt. Oh nein, meine ganze Sache. Na gut. Das meine ich. Man ist in diesem Spiel echt unter dem, was auf dieser Oberwelt rumläuft. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich auch Schiss, in Höhlen eigentlich zu gehen. Ah, jetzt ist das passiert. So. Ich hätte vielleicht mir, bevor ich losgegangen. Oh, 10 Kohle, das ist echt nice. Vielleicht sollte ich mir einfach nochmal. Oh Mann. Wir sind echt lange gegangen, ne? Egal, ich gehe jetzt dahin, hole die Sachen und dann teleportiere ich mich wieder zurück. Vielleicht lese ich, vielleicht sind jetzt nochmal ein paar gute Items aufgetaucht. Nee. Alter, was seid ihr denn für. Alter. Die ganzen Pilze sind ja nicht hier. Och, Mensch. Fuck you. Na gut. Beine in die Hand und ab geht's. Lasst mich in Ruhe, Alter. Jetzt mache ich einen Speedrun. Aber wie gesagt, sollte ich irgendeine Kiste sehen und Monster sind in der Nähe, die Kiste geht vor, weil da kann man so schöne Sachen finden. Und die muss man wirklich am Anfang finden, weil die geben dir nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne. Super.
wünsche mir einen Kilometerzähler hier. Nächstes Update, zack. Rezept, Blue Bett. Oh. Oh, oh, le Blue Bett. Alter, wir haben voll viel Holz, merke ich gerade. Da kann man sich doch was Schönes draus machen. Aber wie gesagt, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen. Oder haben wir das eben gerade durch die Kiste bekommen? Das wäre ja mega nice. Alter. Mach das noch einmal und ich vernichte deine komplette Familie. Ach, ist das schön. Zack, zack, zack. Aua. Ich kann nicht mehr springen. Wo müssen wir denn lang? Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Ich sehe den Schein. Sollte. Alter. Wichtig ist, dass man hier nicht stecken bleibt. Ich gehe mal den Fluss entlang. Und los, Goldini, Kaskade. Das war schon. Also, lerne daraus. Provoziere niemals. Niemals so ein Bock, Bock, Bock. Ja, sich auch schimpft. So. Alter, wir haben so viele Sachen. Nein! Brauchen das alles, verdammt. Was brauchen wir nicht, was brauchen wir nicht, was brauchen wir nicht? Kann man da schon einlösen? Jawohl, Blue Bed, perfekt. Und wir brauchen, das ist unnötig. Yes. Und die sind unnötig. Yes. So. Was ist denn da noch drin? Ja, okay, gut. Scheiß auf das. Gut, Ach ja, gut. Erstmal teleportieren. Ja, ich mach das hier. So. Der Rest kann hier stehen bleiben. Vielleicht als kleiner Wegpunkt, damit ich weiß, wo ich war. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Was wollte ich noch machen? Ach ja, ich sollte mal gucken, ob wir Kisten werden wir keine Probleme mehr bekommen. Wenn es nicht reicht, dann mache ich so eine riesen Steinkiste aus. Weiß nicht. Und dann werden wir jetzt erstmal kurz die ganzen Sachen zusammensammeln. Also wir. Oh. Wir haben ja hier auch noch Kisten, so ist das nicht. Vielleicht sollten wir hier irgendwo ein Megalager reinmachen. Genau. Ah, das alles auszuhöhlen, bringt uns jetzt nicht weiter. Vielleicht sollten wir das Lager hier starten. Keine Ahnung. Ups. Wie ich sehe, aber, sind unsere Lager voll. Na super. Kann ich mir denn. Ich gucke erstmal. Eine Steinkiste. Ist eine Steinkiste verfügbar? Ich habe praktisch fast gar nichts hier.
Haben wir gemeldetes Wachs? Einen hätten wir da. Das würde uns aber nicht reichen. Oh, wir hätten davon einiges. Das könnten wir